Hallo und herzlich willkommen zurück im Klemmbausteinzimmer. Ich bin der Markus, mitten aus dem Ruhrpott. Und heute machen wir mal ein Review über dieses Yaki-Set. Und zwar hatte ich ja schon mehrere und hier vorne sieht man halt vier verschiedene Yaki-Sets drauf. Hier hinten sieht man ein paar mehr. Aber bei diesem Yaki-Set ist wahrhaftig, dass es da drauf ist, vorne drauf. Und zwar ist es die Nummer JK2128, der Crispy Fried Chicken Kiosk. Ja, da ist er. Und es könnte eine gewisse Ähnlichkeit zu einem, ja, KFC könnte sein, aber naja, wollen wir mal gucken. 321 Teile. Eine Minifigur, eine Spielplatte und einiges an Goldteilen. Gar nicht mal verkehrt, würde ich sagen. Aber gut. Verpackung habe ich euch gezeigt. So von vorne. So von hinten. Aus der Sunny Puffy-Reihe. Sieht ein bisschen komisch an, aber egal. Ja. Wir haben eine Anleitung. Klammern gebunden. So sieht es von vorne aus. Von hinten. Wir haben 47 Bauschritte, bis wir fertig sind. Alles, was gebaut wird, ist in Vollfarbe dargestellt. Das, was schon gebaut wurde, auch. Und es wird mit Pfeilen, grünen Pfeilen hier in dem Sinne gezeigt, wo was hinkommt. Es lässt sich wunderbar und leicht bauen und es macht auch Spaß zum Bauen. Es sind sehr, sehr gute Klemmbausteine und hier wird 8 Jahre plus angegeben. Finde ich in Ordnung. Ich habe 4 Teile über. Hier ist kein Sticker angebracht. Alles, was man jetzt hier sieht, sind Prints. Es gibt aber auch Sticker, die sehen dann so aus. Ja. Irgendwie da so eine Getränke-Aufkleber und da unten nochmal GFC und naja. Okay, muss man nicht haben. Dann habe ich hier ein Mäntelchen, den man der Minifigur umtun kann, so eine Schürze quasi. Aber ohne sieht die auch gut aus. Und zwar haben wir hier einen jungen Mann mit einem Oberkörperprint vorne und einen recht netten Gesichtsausdruck. Inwiefern die jetzt gegen die Lego Figur anstinkt, also jetzt ne, vergleichen und so weiter, weiß ich nicht. Ich denke mal, also ich würde sagen, nein, das ist für mich deutlich als Nicht-Lego-Figur zu erkennen. Ja, von vorne. Von hinten, sie kann man hinsetzen und auch hinstellen. Auf Noppen. Die Arme stehen extrem weit ab und wenn man jetzt nach vorne macht, dann sagt er höchstens, komm zu mir, ich habe Hähnchen. Na gut. So. Wir haben einen kleinen Tisch gebaut mit einer Sitzgelegenheit. Zwei blauen Dosen für ein Getränk, wo dann die Aufkleber drauf gehen. Und hier dieses, das wäre, soll ein Eimer darstellen, wo auch ein Aufkleber drauf kommt, so wie es ein gewisser Fastfood-Riese auch vertreibt. Und da oben drauf ist dann eine goldene Keule. Also Dosen und Eimer. Dann steht das Ganze auf einer Grundplatte aus Pappe. Ein bisschen Grunddeko dabei. Ja. Und da sieht man auch noch mal ein bisschen was.
Ist ganz hübsch. Und man kann mehrere aneinander machen, dass man halt wie so ein Diorama hat. Und jetzt kommen wir zu dem Hauptmodell. Und das hat viel. Das hier oben, diese goldene Keule, ist komplett massiv in Goldelementen gebaut. Und die ist auch massiv, die ist nicht hohl. Machen wir mal oben mit der Keule an. Ja, also wie viele Goldteile das sind, könnt ihr euch ungefähr denken. Da sind zwar ein paar Angriffspunkte, aber na. Da hinten sieht man eine Pommes-Tüte. Hier vorne sieht man ein Print, JFC, und darüber käme der Aufkleber. Da unten sieht man eine Flat-Silber-Box, wo auch goldene Keulen drin sind. Dann hätten wir hier eine Preisliste. Wie gesagt, das sind alles Prints, ja. Da hinten steht noch ein Hähnchen rum. Da haben wir 100 irgendwas. Dann haben wir wieder Drucke. Keine Aufkleberdrucke. Und eine Gabel. Da nochmal eine Keule. Wieder ein Print. Ein Messer. Dass die Kasse sein soll, warum da der Gerstenkorn drauf ist, weiß ich nicht. Jo, hinten dann noch so ein Getränkespender. Oben die Teile sieht man auch. Ich habe schon zwei von diesen Modellen gebaut und das ist zum ersten Mal, upsa, ein Modell, was relativ wenig innen drin hat, obwohl man kann hier wunderbar die Figur aufnoppen. Man hat hier auch Türen, die man aufmachen kann, sodass man mit der Figur rein kann. Ja. Man hat ja hier halt eine Rampe, damit man halt den Höhenunterschied hat. Hier vorne so angedeutete Hähnchenfüße. Und zum ersten Mal, die anderen beiden Modelle hatten das nicht, ist hier etwas ein größeres Formteil drin, was aber nicht weiter schlimm ist. Von unten sieht das so aus. Ja. Ja, der Rand halt in Gelb, hier oben drauf Gold und ringsrum halt Markisen. Alles gut zu erkennen und ja, spielfähig, ne? Hat eine Spieltiefe. Gut, wenn man die Figur da reinstellt, steht die da ziemlich hoch drin. Und ob das jetzt hier eine Lüftung sein soll, weiß ich nicht, aber denke ich mir so. Aber ansonsten, wie gesagt, 321 Teile ungefähr. Ist das ganz gut gelungen, finde ich. Und alleine die Goldteile, da kann man viel mit anfangen. Also auch allgemein die Teile sind in Ordnung. Jetzt keine übertriebenen Farben oder so. Ich finde es gut. Ich finde es ganz nett. So. Wir kommen bei dem Modell auf eine Breite von rund 11 cm, eine Tiefe von rund 9 cm. Das höchste sind die Pommes, die sind da bei 15 cm und die Keule so bei 14 cm. Wenn man das Ganze jetzt wie auf der Anleitung platziert, dann käme das so hier drauf. Das so und hier die Figur. Und jetzt mal gucken, ob ich das hochkriege, ohne es runterzuwerfen. Dann wird das Ganze halt so aussehen und ich finde ziemlich stimmig, oder? Ich denke schon, dass das ziemlich stimmig aussieht. Also mir gefällt es recht gut. Der Bau hat Spaß gemacht. Und optisch macht das auch was her. Für einen kleinen Geldbeutel. Gut, ist in Ordnung. Gefällt mir. Schreibt mal gerne in den Kommentaren, wie euch dieses Set gefällt. Die Teile sind halt auch wunderbar zum Mocken geeignet, würde ich sagen. Ich bestelle euch einen lieben Gruß aus dem Ruhrpott. Bitte bleibt gesund. Lasst mir gerne mal einen Daumen da. Ich bin der Markus und ich wünsche euch Glück auf.
wo immer seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.